Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Spider-Man 3, ein Widmungs-Let's Play for the name is already used. Skorpion-Mann, doch natürlich. Oder Skorpion-Man, so rum. Das Skorpion war deutsch. Kämpft gerade gegen Rhino hier und wir versuchen ihm zu helfen. Sofort noch eine Einheit in Sektor 5. Skorpion ist durchgebrochen und ist unterwegs in den E-Block. Noch kein Zeichen von Spider-Man! Richtig, noch kein Zeichen von Spider-Man, aber jetzt gibt's ein paar Zeichen von mir. Okay, wir müssen sie schnellstmöglich erledigen. Na, nehmen wir doch lieber den Flipper. Ah, verdammt, das kann ich nicht. Ja, Flummi hier, Wäscheleine, bam! So, Flipper, da ist es eigentlich am effektivsten. So, Furie ins Schlag und weiter geht's. Moment, kurzer Schnitt. So, weiter geht's. Wo lang? Ja, okay. Oh, Typen mit Schild. Und da. Oh, da kommt ein Typ lang geflogen. Ja, was können die irgendwie. Na, ja, die rennen irgendwie weg. Oh, da unten ist jetzt die Rhino. What the fuck, Kampfanzeige. Und deswegen fand ich den Kampf irgendwie cool, so mit einem. Au, mit einem Gefährten gegen Rhino, mit Scorpion zusammen. Das war irgendwie super krass damals. Okay, erstmal Kampfmuster und so rausfinden. Die müssen wir von hinten angreifen, sonst bringt das nichts. Weil da vorne zu gut gepanzert ist, wie Spider-Man gerade sagt. Okay. Okay, der rastet wieder aus. Schnell weg hier. Scorpion kann doch nicht besiegt werden, der kann nur so bewusstlos geschlagen werden. Runter von mir? Wir sind doch gar nicht auf dem drauf, egal. Ja, jetzt holt er sich so einen Pfeiler, stimmt. Jetzt müssen wir den, glaube ich, gegen ihn verwenden. Er verprügelt mich! Verprügelt mich. Wie ich? Mich sollst du schlagen. So, und gleich wirbelt er ihn, glaube ich. Nein! Ja, so. Komm hierher und befrei mich von dem Typ! Oh nein, so nicht. So, bam! Du bist erledigt. Okay, immer wieder, glaube ich, dasselbe Kampfmuster dann. Geil, der hat sich festgebackt. Oder auch nicht. Na, der rastet wieder aus. Skorpion ist auch so dumm und bleibt da einfach stehen. Na, der lernt auch nicht dazu, der Gute. Oh, verdammt. Wieder weg hier. Schnell. So. Zack. Ah, da rastet der weiter aus. Er verprügelt mich. Bam, geladen Hammer. Bringt aber nicht so viel irgendwie. Du nervst mich, oh. Ja, da ist der bewusstlos, der gute Skorpion. So, aber jetzt. Oh, der steht wieder auf. Okay, doch nicht so lang. Auf, schlag mich. Okay, das hört ein bisschen falsch an, aber egal. So, komm und wirbel. So, bam, Junge. In die Fresse, kannst du selber haben. So, irgendwie, glaube ich, geht es auch, dass er auf einen zu rennt und dann muss man den, kann man Rodeo reiten. Und wie genau das geht, weiß ich nicht mehr. Der Angriff auf Rhino ist zwecklos. Ich muss aus einer anderen Richtung angreifen. Auf. Mach Platz für mich. Oh, verdammt. Ja, wir machen Platz für dich. Nur Scorpion mal wieder nicht. Ach, jetzt rennt er. Okay. Immer dasselbe eigentlich. Also keine große Schwierigkeit auch. Oh, er kann sogar schießen. Ne? Skorpion hier. Nee, Skorpion Man. Nee, Skorpion Man, stimmt. So, ja. Kann aber leider nicht ausweichen. Das ist halt ein bisschen dumm. So. Oh nein, so nicht. Zack. Zeit für die Marionette schlafen zu gehen. Marionette? Was geht jetzt? Was will der machen? Doch, wir zocken dem schon ein bisschen damit ab. Okay, der rastet wieder aus.
So, und wieder hin. Hilf mir hier, Spider-Man. Ja, ich helfe dir doch. Bah, Junge. Ich zerquetsch dich wie ein fliegendes Heidi. Okay, also, wie gesagt, eigentlich ein sehr leichter Kampf. Alles ausgeglichen und so. Er hat die Hälfte der Gesundheit wie auch. Skorpion ist zwar schon einmal K.O. gegangen, aber egal. Ich brauche Platz. Aber gut, er war diesmal außer Reichweite. So, der letzte Pfeiler, die ganze Umgebung stürzt hier eigentlich auch ein. Aber sie verschwindet ja nach 3 Sekunden irgendwie wieder. Ins Nichts. Ja, jetzt kriegt er erstmal wieder so ein Ding in die Fresse, bam. So dumm, ey. So, und jetzt komm. Er verprügelt mich. Dann geh du doch weg, ey, wenn er dich verprügelt. Ja, hier, mach doch. So, jetzt. Bam. So, jetzt hat er keine Pfeiler mehr. Mal gucken, was er jetzt macht. Okay, er rastet erstmal wieder aus. Da sind immer noch die Gegner auf der Karte irgendwie, die da weggerannt sind. So, und jetzt? Nein, okay, noch nicht. Au, oh, diesmal konnte... Ah, verdammt, da war ich nicht so gut mit Ausweichen. Ich ramme das Horn so, so weit, ja. Nicht rein. Wirst lang nicht mehr sitzen. Oder auch nicht. Können. So, jetzt kommt er aber angerannt, oder? Ja, okay, jetzt kommt er angerannt und wir können Rodeo-Reiter sein. Spider-Man. Ja. Bam. So, jetzt da in die Wand rein und einfach dann immer draufhauen. Auf den Arsch, Mann. Oh, verdammt. Flipper wollte ich eigentlich nicht. So, das war's dann auch. Gleich kommt ein Quicktime-Event. Oder auch nicht. Verdammt. Noch einmal. Oder doch. Geht es gut? Sie werden mich wieder normal machen. Sie Narren. Verstehen Sie nicht, dass der Prozess unumkehrbar ist? Sie werden nie mehr normal sein. Sie sind ein Freak! Ah! Ich bring dich um! Stopp, Gargan! Sie ist es nicht wert. Die Polizei soll sich um sie kümmern. Fahr zur Hölle! Sie wird dafür bezahlen, was sie mir angetan hat. Meg. Bitte, hör auf ihn. Lass sie gehen. Du bist kein Monster. Aber ich werde nie wieder menschlich sein. Sie lebt noch. Du solltest gehen. Ich werde der Polizei alles erklären. Sorgen Sie dafür, dass so etwas nie wieder passiert. So viel schulden Sie, Mac. Oh yeah! Upgrade freigespielt. Jetzt war 3, okay. Mission abgeschlossen. Ah, das war doch eine sehr schöne Mission. Oh, Zwischensequenz. Verschwinde, Kumpel. Ich denke nach. Ich wette, ich weiß, was dir im Kopf umgeht. Was mache ich nur mit dieser verdammten Spinne, stimmt's? Ich darf dir verraten, ich kenne die Antwort. Ach ja, Schlaumeier. Und das wäre? Du hilfst mir, ihn zu töten? Hey, niemand hat etwas von Töten gesagt. Er soll nur ein bisschen verschwinden, das ist alles. Zähl nicht auf mich, du Freak. Das sollte kein Vorschlag sein. Oh.
ruhig stehen. Es sind Kinder anwesend. Penny! Daddy, ich hab Angst. Hilf mir! Oh, ist das nicht süß? Wie im Kino. Was willst du von mir, Freak? Freak? Ich bin der Freak. Hast du mal in den Spiegel gesehen? Reden wir lieber darüber, wie wir diese Spinne fertig machen. Ho, ja, eine schöne Zwischensequenz wieder, also Sandman, der da, den wir ja mal besiegt haben, weil er diese Bank ausgeraubt hat, und Eddie Brooke, aka Venom, haben sich jetzt zusammengetan, aber auch nur, weil er seine Tochter in seiner Gewalt hat. Also weil Venom halt die Tochter von dem Sandman in seiner Gewalt hat. Und ja, das wird doch ein sehr schöner Endkampf werden. Oh mein Gott, Spoiler, nein. Okay, aber wer eigentlich auch den Film gesehen hat, weiß, wie das alles ablaufen wird und so. Und hier unten ist ein Verbrechen, okay. Sehr schön. Ein Auto wahrscheinlich, oder? Weil es sich bewegt. Ja, da ist es doch. Warum springst du immer automatisch davor, ey? So, jetzt aber. Bam. Bam und wieder. Bam. So. Dann wieder den Motoralarm legen. Ist eigentlich wieder dasselbe. Und den Typen eine Reihe geben. Kommt dann halt so, ey. Bam, wie viel wir durch das Upgrade jetzt, wie viele Netzbälle wir jetzt machen können. Ultra-Netzbälle. Bam, da wollen wir uns angreifen, aber zack, kriegt der Netzball in die Phrasen. So. Zack, gucken wir auf die Karte, ist eine neue Mission da. Yo, das große Finale. Showdown, meine Freunde. Oh, wir sind sogar fast da, aber nein. Bevor wir das große Finale machen, kommt natürlich noch die Mission vor dem Finale, nämlich Dr. Connors Teil 2, die Erlösung. Da werden wir uns auch wieder sehen. Also bis gleich. Ciao. Okay, Leute, ich habe mich gerade hier rumgeschossen mit dem Daily Bugle-Netz-Ding da. Wieder in den See gelandet und da hat Spider-Man gesagt, klingt nach Ärger. Ich sehe besser nach. Wahrscheinlich wieder irgendeine Nebenmission. Wo denn? Hier, wir müssen dem... das war die wir einmal nicht gemacht haben. Kommt jetzt doch noch wieder vor dem Showdown, beziehungsweise vor der vorletzten Mission. Ich würde gerne darauf landen. Oh, verdammt. Lande doch. So. Oh, da kommt so ein... Nein, ich... Dann halt nicht, Mann. Wo wirst du uns hinführen? Polizisten in dieser Gegend sind unfähig. Beruhigen Sie sich. Auf keinen Fall. Meine Steuern zahlen Ihr Gehalt und ich habe das Recht, mich aufzuregen. Und jetzt hören Sie mir zu. Wenn Sie Ihre Arbeit machen würden, bräuchten wir diese Unterhaltung gar nicht führen. Diese Arsene Candy Gang weiß, dass sie hier tun und lassen kann, was sie will. Dank Ihrer Inkompetenz. Also haben Sie gesehen, wie die Arsene Candy Gang Ihr Bild gestohlen hat? Was? Nein, ich halte mich besser nicht daraus, aber ich halte die Augen trotzdem nach einem Gangversteck offen. Das Verbrechen ist mitten in der Nacht oder am frühen Morgen passiert. Und ich war um diese Zeit sicher. Okay, suchen wir nach einem Bild. Eine Arsene Candy Nebenmission ist doch gut, weil, wie gesagt, davon haben wir noch nicht so viel. Prozent bei der Verbrecherjagd, meine ich. Wo denn? Da hinten, wie es aussieht. Da sind ein paar... keine Ahnung, es sind keine roten Punkte, es sind keine Gegner. Oder doch? Doch. Natürlich, okay, dann gehen wir mal hier rein. Hast du das Kleid gesehen, das Martha gestern Nacht anhatte? Hübsch hier. Wow. Ich frage mich, ob das Bild irgendwo drin steckt. Hey, Netzschwinger! Kannst du nicht lesen? Keine Jungs! So, nix ist keine Jungs. Ich gebe euch jetzt. Oder auch nicht. Oh, komm her jetzt. Wir haben zwar schon längst wieder überzogen, aber egal. Ich gebe euch.
Die Mission packe ich noch hier rein. So, okay, hier irgendwas. Ich glaube, das waren alle. Der alte Geheimtür im Bücherregal-Trick. Die Arsene-Girls haben wohl fleißig bei Mysterio nachgelesen. Was für ein Haufen Krempel. Eins davon gehört wohl dem Galeriebesitzer. Ich gebe ihm Bescheid. Ach so. Ich habe gedacht, wir sollen das jetzt doch noch rausfinden, und weil er noch da geblieben ist, aber jetzt müssen wir erst wieder zurück. Na, dann ist die Nebenmission wahrscheinlich hoffentlich wieder vorbei, und dann können wir auch einen Schnitt machen, damit die Datei nicht so übergroß wird. Also, auf geht's. Wow, und zack. Ich habe zufällig von Ihrem gestohlenen Bild gehört. Ich habe es vielleicht gefunden. Im Arsene-Candy-Versteck. Ich wusste es. Bring mich sofort hin. Ich muss dieses Bild unbedingt wiederhaben. Toll, können wir den noch hinbringen. Aber dann ist hoffentlich Schluss. Mann, ey. Habe ich mal gedacht. Girls, machen wir das Leben zur Hölle. Sie haben nicht nur mein Geschäft bestohlen. Ich glaube, es ist ihnen egal, was sie nehmen. Für sie scheint alles nur ein Spiel zu sein. Wie abgeht da hinten auf dem Rücken. Und irgendwie kranke Sounds während des Sprechens macht. Aber ich glaube, es war nur wegen unseres Netzes. Himmel! Sieh mal einer an! Ja, sie waren fleißig. Unser Zeugclown? Du willst wohl ins Gras beißen, Alter. Alter! Oh Mann! Au! Hart. Da will man mal eine Nebenmission noch gerade so reinschieben und dann... Ich beschütze den Typen besser oder ihm passiert was. Ja, dann dauert die 10 Stunden, ich glaube, es hackt. Bleiben Sie hier. Da draußen sind noch mehr Arsene-Girls. Ich kümmere mich drum. So, die wird auch von unseren Netzwellen diesmal getroffen, weil sie benommen war. Warum sitzt da schon wieder einer am Piano? Man weiß es nicht. Komm her, Mann. Bam, so, wie ihr alle keine Chance habt, gebt doch einfach auf. Oh Mann, ey. Lass mich einfach die hier jetzt besiegen und dann ist es gut. Komm her! Mann! Oh, die ist schon weg. So, meine Fresse. So, damit sehen wir uns, haben wir dann auch gewonnen, abgeschlossen, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Mission Connors Teil 2 machen. Also bis gleich. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bam, so rum.